Sag jetzt eben, wir haben uns hier in Schneesturm rausgewagt und sind in der Biathlon-Arena Lenzerheide und schauen, ob wir trotz dem Schnee mit Langlauf und Schiessen klarkommen. Brr, brr, ist das halt. Willkommen in der Biathlon-Arena. Lukas, hoi. Severin, Frage. Rative. Hoi, Rative. Dann gehen wir gleich eure Sachen holen. Schon der erste Rückschlag. Biathlon ist eine Kombination von zwei Sportarten. Zum einen ist es Langlaufen, also es ist eine Ausdauersportart, die gekoppelt ist mit einem Präzisionshandwerk, und zwar Schiessen. Ja, ich habe schon mal geschossen, aber nicht mit so einem Kleinkaliber. Wir haben ja einen dabei, der zum ersten Mal auf der Schieß steht. Ah, ja. Das Ziel wäre einfach, dass wir auch wirklich etwas treffen. Ihr müsst genau hier in die Mitte hineintreffen, auf die 4,5 cm. Ist noch ein bisschen. Beide Fersen in den Boden drücken. Ihr könnt den Verschluss zumachen und dann Feuer frei. Ihr könnt schiessen. Heute spielt Biathlon so, dass man mit Kleinkaliber schiesst, Kaliber 22, und zwar auf 50 Meter Distanz. Hey, super! Ja, ich habe nicht daneben geschossen. Die anderen haben alle getroffen. Ich fühle mich so ein bisschen schlecht. Das wäre jetzt das Schiessen gewesen. Biathlon ist aber nicht nur Schiessen, sondern halt auch Langlaufen. Ich habe zu viel Schnee an meinen Schuhen. Jetzt machen wir ein kleines Wetten. Ready, go! Eia, 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 eia! Hopp, 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 hopp! Biathlon ist so, dass man immer mit Magazin schiesst. Das Magazin hat genau 5 Schuss drin. Das Ziel ist alles treffen, das ist ganz klar. Wenn man einen Fehlschuss hat, dann gibt es einfach eine Strafe im Biathlon. Es ist ein gemeiner Sportart, in dem Sinne wird sofort abgerechnet. Ja, 2 Strafrunden! Cool! Sie haben auch gut geschossen, vor allem auch stehen. Ich bin überrascht, wie sie das gemacht haben. Wirklich 3 Treffer gehabt, auch super, coole Sache. Das ist lässig, ja? Es freut mich, dass sie Spass gehabt haben. Sauber gemacht! Gratuliere! Bravo!